Ich gebe dir nicht die Schuld und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Bulletstorm, dem echten Shooter für Männer mit Haaren auf den Lippen. Dann wollen wir mal weitermachen, jo. Oh, haben wir es also doch noch reingeschafft in die Fähre? Das war knapp. Ja, die war's. Wir sind aktiv. Wir sind in der Luft. Machen wir uns an die Arbeit. Ja, dann machen wir das einmal, aber vorher brauche ich Munition. Vor allem hier. Was gibt's hier Neues? Hier gibt's auch was Neues. Dann machen wir noch Peitsche. So, mal die Kette, den Revolver und die Waffe. Perfekt. Dann wollen wir mal weiter hier. Ganz schön große Tür. Mach dir nicht ins Hemd. Final Echo hat Überbrückungscodes für sämtliche Konföderationstechnologie. Die Brücke okay. Wird das mitbekommen. Richtig. Also beeilen wir uns lieber. Lasst euch nicht sehen. Feuer eröffnen! Und schon habt ihr uns gesehen. Wo ist Sandnes für Kollegen? Herst. Oder? Boah, die holt aber einiges aus. Wie Echo Shock Trooper, Serranos Geheimarmee. Volta, die holt aber echt voll aus. Die Hurensöhne sind echt tough. Das muss man ihnen lassen. Na, danke. Kick mal. Dank mir? Ich hab sie mitentwickelt. No. Ah, wie schaut's aus? Klingt das Ding mehr? Ja, anscheinend. Guten Tag. Ah, man kann sie doch treten. Boah, die brauchen viele. Vielleicht ist die Kette noch gescheiter bei denen. Oh ja. Die Kette mögen sie nicht. Wobei, wem kann man das wirklich verübeln? Das bringt ja wirklich extrem viel Spaß. Ist der jetzt erledigt? Ja. Gut, die. Boah, die schießen sogar mit dem aufgeladenen Schuss. Entschuldigung. Dann geh halt nicht in. Dann stell dir halt nicht ins Schussfeld. Alter Schwede. Ischi. Boah, hä. Hey. Ja, aber die Waffe geht super. Ein Schuss, ein Kill. Sieh mal an. Wir haben drei Mixköpfe zu Besuch. Boah, hey. Wie schön, dass ihr kommen konntet. Ich werde es genießen, wie meine Heavy Echo Trooper eure Leichen zerstücken und zerfetzen. Danach also, kann ich richtig schön schlafen. Deine Heavy Echo Trooper werden aber von meinen Ketten dezent, wie soll ich sagen, zerfleischt. Hm, schau doch mal wieder so eine Versorgungskapsel und kauf mal Ketten auch gleich. Aber mit den Ketten geht das eigentlich eh super und machen wir das gleich mit den ganzen Ketten durch. Das. Ich glaube, das ist gar keine blöde Idee. Hey, sieh mal, wo sie sich verstecken. Stoß die Ladebucht ab. Ach so, verwenden, abstoßen mit R. Okay, was passiert jetzt? Oh, die sind jetzt weg. Effizientes Töten, das gefällt mir. Ich bin aber haarscharf. Das waren viele gute Männer, die ihr gerade getötet habt. Aufrechte Soldaten, die ihre Pflicht getan haben. Ach, halt die Klappe. Aber sie standen zwischen euch und mir. Da ist es natürlich in Ordnung, sie umzubringen. Nicht wahr? Ja, ist es. Der Code ist ungültig. Er hat uns ausgesperrt. Wenn ich dich rein. Wen wundert's? Trish, willst du dich dann auf Papas Schoß setzen? Scheiß auf den alten Sack. Ich weiß einen anderen Weg. Hilf mir mal. Klar, ich helf dir. Und nach oben. Ah, er greift dann jedes Mal noch zum Hintern dazu. Das ist ja frech, ey. Okay. So, Trish ist weg. Ich könnte diese Tür öffnen. Ja, das kommt dir jetzt. Sie ist los, um Serrano zu töten. Sie wird uns hier nicht rausholen. Aber du bist blau, mein Freund. Das passt zu ihr. Okay, dann machen wir da mal was. Ist ein Versuch wert. Kurz schließen. Du müsstest dich mal selbst sehen, wenn du das machst. Du siehst wie ein verdammter Trottel aus. Ich hab die Tür aufbekommen. Schön, du hast die Tür aufbekommen, aber dabei wie ein verdammter Trottel ausgesehen. Ja, danke. Oh Mann. Trishka, hat sie es vielleicht eilig, zu ihrem lieben Papa Serrano zu kommen? Ja, das wahrscheinlich. ich glaub. Ich habe mir einen Scotch genehmigt. Und ich bin voller Vorfreude auf dich schon. Ungeduldig an meinen Eiern rum. Alter? Beherrscht ja mal. Der Echo-Kodex verlangt, dass sie selbst Rache nimmt. Scheiß auf den Echo-Kodex. Die Kleine versinkt im Blutrausch. Scheint so, ja.
Schaut relativ blutig aus bis jetzt. Rechte Maustaste. Oh, der Kiez ist schon den nächsten weg. Lebt er noch? Haben wir den gerade zerplatzen lassen? Nee, da ist er. Oh, das aktuelle Problem sind aber einige Soldaten, die auf mich ballern. Ah. Moment, aber jetzt regeneriere die wieder. So. Schnell verwenden. Und die sind weg. Jawohl. Ballastabwurf. Was ihr hier findet, wird euch überhaupt nicht gefallen. Dann viel Spaß mit dem Heavy Echo Elite-Turm, geboren aus Satans stachligem schwarzen Arsch. Satans Arsch? Naja. Mir soll es recht sein. Ich habe jetzt auch Gatling und ich bin im Vollblutrausch. In anderen Worten, das läuft super. Allerdings nicht für euch Leute, sorry, das läuft wohl nur für mich super. Da ist noch einer, auf dem Geschütz. Ah, und da ist noch ein Geschütz, oder wie? Au, 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 au. Na komm, geh doch ein. Oh, da ist noch einer. Und noch einer. Aber jetzt alle? Nein, da war noch einer. Den haben wir auch noch. Das war's. Hm. Und das war's mit Munition, leider. Ich hacke die Tür. Versuch dir diesmal keinen Stromschlag zu verpassen, du Trottel. Nein, ich habe beim letzten Mal den Code ausgelesen. Gib mir Deckung, während ich hineingebe. Mhm. Ich passe auf dich auf. Ich habe jede Menge Feuerkraft. Rechte Maustaste. Oh, wow, wow. Da geht's gleich ordentlich los. Wir haben gekämpft, diese harten Männer. Wie Verwundete in die Enge getriebene Wölfe. Sie waren direkt. Sie waren verlaust und haben gestunken. Alter. Und ich habe sie geliebt. Von wem das stammt? Douglas MacArthur, ein echter Krieger. So etwas findet man heutzutage überhaupt nicht mehr. Aha. Oh, hallo, meine Schöne. Fick dich. Ray, die kommen von rechts. Eieiei. Alles, alle. Ah, eine Kette schnell. Boah, 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 boah. Kollegen, übertreibt es nicht immer so. Hm, die Kette wird wohl versemmelt. Den haben wir erwischt. Den haben wir auch erwischt. Wir gehen wieder in Deckung. Oh, da war Lordet auch wieder anders der Gewehr. Das Minenfeld. An Umweltterroristen. Und ein Kopfschuss. Oh, die wollte jetzt gar nicht nehmen. Kommen die Kollegen schon wieder von der Seite. Tag, Leute. Was das? Eile, Mann. Nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst. Oh ja. Das ist ein komplexer Vorgang. Du gibst doch nur einen verdammten Code ein. Das war's. Okay, Munition ist alle. Ah, und die Tür ist offen. Heavy Echo erledigt. Wir sind echt ein perfektes Team. Na dann. Keiner dieser Loser kann sich mit Dead Echo messen. Sehr schön. Oh, Cutscene. Wieder verloren, Gray. Die Kleine war schneller. Hast du meinen Vater getötet? Ich wollte es dir schon immer geben. Und jetzt bin ich der Gefickte. Alle, was... Meinen Vater getötet. Natürlich. Wow, 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 wow. Ganz langsam, Pusteblümchen. Willst du nicht wissen, wer den Abzug gedrückt hat? Das ist der Hammer. Ratte. Echo. Und ganz vorne weg, der miese Wichser da. Er hat auch meine Crew und dein Final Echo Squad getötet. Du... Wow. Okay. Ganz ruhig. Du hast jedes Recht, mich zu töten. Aber Serrano hat uns benutzt. Uns alle. Er hat uns über die Ziele belogen. Deshalb sind wir desertiert. Deshalb habe ich die Ulysses angegriffen. Ich dachte, durch Serranos Tod könnte ich
Wiedergutmachung leisten. Hm. Aber ich habe nur meine Freunde getötet. Hör auf! Denk nach! Genau das will Serrano. Er will dich doch nur manipulieren. Ich habe noch nicht mal damit angefangen. Oh, wow, wow. Ei, die Witzke. Ich habe keine Kontrolle mehr. Oh, das ist schlecht. Ich hab nämlich ich. Tut mir leid, Gray. Das bin nicht ich. Er zwingt mich, dich zu töten. Er wirkt den Wichser. Eh, widerstehen. Okay. Ich tipp's einfach mal. Tötet vom Sandkasten, Freund. Oh, tipp. Die Erfüllung meiner Träume. Als Maschine. Du kannst die Kontrolle durchbrechen, die AI. Nein, ich kann es nicht aufhalten. Zwing mich nicht dazu. Ich gebe dir nicht die Schuld. Ah, okay. Die Schuld. Und hat das Tippen war wohl auch nichts gebracht. Hm? Ein letztes Mal. Oh, okay. Was verdammt? Du dummer Affenarsch. Du, was dein Papa sagt. Jetzt bezahlst du für alles, was du uns angetan hast. Junge, du wirst wie ein fettes Schwein verrecken. Du hast uns zu Monstern gemacht. Rechte Maustaste, jawohl. Und du hast linke Maustaste. Boah, 500 Punkte. Ich habe euch Männern Arbeit gegeben. Mehr nicht. Ja, und wieder kriegen. Tut mir leid, wenn sie nicht deinen moralischen Ansprüchen genügt hat, Prinzesschen. Oh. Das scheint übel zu sein. Das war's, Kleiner. Und aufheben. Ich wusste, der kleine Wichser versagt, wenn's hart auf hart kommt. Oh, verdammt. Du wolltest die doch nicht etwa. Eigentlich schon. Du bist keine letzten Worte wert, du jämmerlicher Haufen. Ray! Und gleich nochmal abgeschossen worden. Oh, das ist schlecht. Jetzt nutzt die Chance, schnappt er die Waffe. Für Dead Echo. Du miese Drecksau. Was für ein Wichser. Ihr zwei Alter. Seid wirklich die dämlichsten Wichser aller Zeiten. Hä? Scheiß drauf. Es gibt bessere Mittel und Wege. Oh je. Und wieder runter. Aua. Und noch ein Tritt. Au, 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 au. Jetzt komm, Gray. Streng dir an. Ah. Oh, gleich neben der Waffe. Super. E treten. Back. Ha. Erwischt. Und. Linke Maustaste schießen. Du kannst dich nicht mehr vor mir verstecken. Ich bin so weit gekommen und habe alles verloren. Ich komme, Serrano. Ich komme, um dich zu töten. Badge. Runter damit und schießen. Oh, das war aber wunderschön, die Aktion. Badge. Treten. Oh. Oh. Das, war saftig. Ist mir egal, was ich bin. Triska! Alles wird gut, Süße. Ich bring dich heraus. Ist er... Ist Serrano... Serrano ist tot. Und er hat echt gelitten. Er hat für jedes seiner Opfer bezahlt. Für jeden Unschuldigen, den ich töten musste. Ich weiß, er hat dich manipuliert, Gray. Ich weiß es. Ich geb dir nicht die Schuld. Okay, haben wir doch schon. Ich geb dir nicht die Schuld, V2. Du bist ein wertloser Niemand, Junge. Oh, er lebt noch? Feinstes Süßholzgeraspel pubertiert. Oh. Und die Jungs gleich noch. Und auch noch noch. Oh. Hau, hau, hau. Das ist aber schlecht.
Okay, es hat geclasht, aber wir sehen noch nichts. Hm, jetzt sehen wir was. Er hätte gedacht, dass ein Weltraumpirat so viele Leben hat. Noch einen Crash überlebt, noch einen Sturz, noch einen Fehlschlag. Ray, tut mir leid wegen Ishii. Wirklich. Er war mein letzter Freund. Ich habe ihn getötet. Wie alle anderen. Oh, verdammte Scheiße! Ja, das kann man wohl sagen. Mitten rein in die nächste Katastrophe. Nochmal getreten. Da haben wir auch einen. Jetzt haben wir ihn erwischt. Moment, überladen. Das kann ich auch, Kollege. Überladen. Das kann ich wirklich. Boah. Entladung. Okay. War doch wohl nicht das Finale. Hat aber sehr gut ausgeschaut. Und damit bis zum nächsten Teil, wenn es dann hoffentlich vielleicht doch das Finale ist. Na gut, Leute. Tschüss.